Moin Moin Leute, hier ist wieder der Superpro und willkommen zu einem weiteren, zu einem neuen Part von Let's Play Star Wars Battlefront 2. Und der Sprecher labert mir mal wieder hier mächtig rein. Ach Mann, Lol, und take mal bitte. ja genau, und wir haben hier wieder jemanden dabei, und zwar Ultimate Kill. Guten Tag. Ja, ich bin's. Der Ultimate Kill. Oh, ich wollte gerade den Flaggenträger killen. Puh, knapp. Leute. Auf jeden Fall sind wir hier auf Tentiff und ich glaube, mein letztes Outro hat irgendwie so gar nicht hingehauen. Und killt doch mal den, Leute. Ich muss mir mal, ich denke, ich könnte mir nach über 100 Parts, nach über 100 Battlefront Parts auch mal ein neues Intro überlegen. Beziehungsweise ein neues Intro habe ich ja schon, aber ein neues Outro wäre ja auch mal ganz schön. Und ich bin mir sicher, ihr seid alle so naiv und lauft da rein. Ja, so geht das. Ach, und Granaten werden hier auch zu Mass reingeschmissen. Bäm. Nee, das war irgendwie. Okay, also haben wir hier vorne mal aufgeräumt. Und Jo, der das Typ war's. hat entweder Workbug oder, ja, ich glaube, das war Workbug. Das Wenn ihr ist. nicht wisst, was Workbug ist, das ist einfach so, ihr habt unendlich viel Energie, nicht unendlich viel Leben, aber unendlich viel Energie. Das heißt, ihr könnt unendlich lange rumlaufen. Das ist irgendwie cool und auch praktisch, aber funktioniert halt nur irgendwie selten. Und warum will der Typ mich pisteln? Das ist doch mal total sinnbefreit. Genau, und ich Wow. stehe immer noch. Lol, das war der Marcy Boy. Okay. Ja, Schadensteigerung, finde ich gut. Und ja, haben wir hier noch irgendwo Gegner, die geownt werden wollen? Ich nehme mal die Flagge, Leute. Die laufen ja hier zu Höchstform auf, wenn sie einen Flaggenträger sehen. Und ich denke, spätestens wenn hier gleich ein Wookie erscheint, ist es ein bisschen dumm für mich. Aber ja. Und ich werde wetten. Nein, okay, ich werde nicht gekillt. Und werde jetzt gekillt, aber ich denke, das ist okay. Einmal Flagge darf ich ja machen. Und das dürfte unseren 9 Minuten, die wir noch zu spielen haben, wie sagt man, keinen Abdings tun. Auf jeden Fall. Lol. Und warum läuft ihr hier mit der Flagge einfach mal so durch, ja? Lol, Leute. Hoffentlich habt ihr wirklich mal die Flagge langsam verloren, weil das ist ja ein Ding. Und der Trooper, ja, und erledigte mich, okay. Sehr interessant. Und ja, wo bist Ein du? Selbstgespräch, Typi. Ja, stimmt. Oder er ist schizophren. Das hatten wir ja eben, also wo meine Deutschlehrerin gesagt hat, ja, der innere Dialog, ne? Das Ja. ist dann irgendwie so leicht Roll, schizophren. hör mal auf hier mit Team Kill. Wer, Ich ich? jetzt. Nee, nicht du. Okay, der eine Typ. Schade, ich wär ja mal cool gewesen, wenn wir wieder im gleichen Team gewesen wären, so. Van. Also, das mit dem Deutsch, das geht auch nach 100 Folgen noch nicht viel besser. Seht's mir einfach nach und habt Spaß an der Show, an meinen Frags hier, an meinen Kills. Und apropos Frags, ich habe hier noch ein neues Frag-Movie in Bearbeitung. Bam, Commander Joe. Ich habe hier neue Frag-Movie in Bearbeitung. Das wird noch ein bisschen old school sein. Aber das nächste Frag-Movie, also das, was jetzt nach dem kommt, was ich höchstwahrscheinlich diese Woche noch hochladen werde, das werde ich dann ganz anders, grundlegend anders bearbeiten. Das war ich, danke. Ja, okay, ich war gerade im Reden, deshalb irgendwie schlecht. Ich habe mir noch nicht zu Herzen nehmen können, dass ich weniger rumgelaufe, in Anführungszeichen, drin habe. Und das konnte ich jetzt in dem neuen Film, den ich ja halt, wie gesagt, in den nächsten Tagen höchstwahrscheinlich veröffentlichen werde, das kann ich noch nicht, konnte ich noch nicht umsetzen, weil der Film, als der Kommentar geschrieben wurde, schon in der Mache war, sozusagen. Aber ich denke, nächstes Mal, wenn ich Frag-Movie drehe, dann wird weniger rumgelaufen, mehr Kills und ordentlich andere Bearbeitung wird reinkommen. Und ich denke, ein paar schöne Intros und
Effekte. Also ich habe ja auch einen kompetenten beziehungsweise extremst kompetenten Berater an meiner Seite, und zwar hier den Ultra Pro von, also überhaupt, Mordred ist hier mein Personal Trainer sozusagen. Und das finde ich halt, oh mein Gott, das finde ich halt top, weil den kann ich immer fragen, der arbeitet auch mit dem Programm. Och, Detopack, Depp, kannst ja gar nichts. Nein! Noch, okay. Aber der hat mich zum Glück nicht erledigt. Er ist trotzdem ein Noob. Und ja, mit Mordred an meiner Seite oder mit dem Mordred, der mir ein bisschen oder ein paar Tipps gibt, denke ich, wird das ganz lustig. Und ja, nächstes Mal dürft ihr euch auf was Besonderes freuen, hoffentlich. Wenn ich mich genug in Vegas eingearbeitet habe. Ja genau, jetzt habe ich es auch gesagt. Bisher habe ich immer mit dem Magic Movie Maker, also diesem mehr oder weniger Billigprogramm, gearbeitet. Och, Take. Habe ich ihn noch? Ja, habe ich bisher mit dem Magic Movie Maker, ich bin mir nicht ganz sicher, ältere Version, gearbeitet. Das Ding ist für Anfänger ganz gut geeignet, aber ich bin jetzt auf Vegas umgestiegen. Ist eine super Sache, auch unheimlich tolle Sachen, die man da machen kann. Und ja, da werde ich mich mal mit austoben. Und ja, der nächste Frag-Movie wird damit entstehen. Und Drohne, was willst du denn? Das kannst du vergessen. Und Wookie. Lol, take mal, Alter. Take. Boah, danke. Nein, ich hab Reload. Und das wird schlecht. Ganz schlecht. Naja, genau. Der Typ war ein bisschen besser als ich. Und hat mich direkt gekillt. Und ja, wo wir schon bei Frag Movie sind, ich muss mal gucken, vielleicht schneide ich mir aus dem ein oder anderen Battlefield-Video ja auch mal ein Frag Movie zusammen. Auch wenn es nicht so spannend ist wie bei Battlefront. Und auch irgendwie nicht so passend und ansprechend. Bitte keine Minen. Wäre es hier mal ein Versuch wert? Nein! Och Mann, und mein Blubber hat er nicht getaked. Und zwar gar nicht. Blöd, Mann. So. Ich denke, das könnte ich mal machen. Aber ich will mich jetzt hier gar nicht mit zu vielen Projekten auf einmal belasten. Battlefront steht ja wie immer noch auf Platz 1 meiner Projekte, auf den ist also als wichtigstes Projekt. Und der Typ will ich immer noch heilen. Werde ich ihn mal dran hindern. Jetzt habe ich hier eben mal die Revanche gedrückt. Und blöde Minen, das nervt mich teilweise echt. Wuch! Gut, die habe ich nicht getaked. Aber hier traue ich mich besser mal nicht rein. Und ich habe nur noch einen. Habe ich den? Ach, schade. Du triffst mich hier sowieso nicht, Junge. Also, was war das? Von wo kam der denn? Ja, klar. Mit was hat der mich getroffen? Es wurde zwar irgendwie Granate geschrien, aber da hat... Könnte ich für drauf gehen. Da hat keine Granate gelegen. So, Junge. Du gehst drauf. Ja, es ist manchmal so, dass da steht, dass du von einer Granate gekillt wurdest und es gibt gar keine Granate. Ja. Nein, noch, jetzt habe ich zweimal richtig schön abgeräumt. Dann Mann, du Typ, ey, der soll aus meinem Drohnen, aus meinem schönen Drohnen-Spawner gehen. Warum? Was ist denn? Ja, weil ich habe mich da in die Wand reingebückt, da gibt's nämlich so einen Bug, aber man kann einen trotzdem noch treffen und man kann auch durch die Wand durchschießen. Ja. Und direkt daneben ist der, Dingens, der Munitionsdroid, und der sollte da rausgehen, aber der ist einfach, der hat sich einfach zu mir reingequetscht. Ah, ja, toll. Okay, das hört sich nach Wookie an. Boah, der war gut. Der war gut, der Trooper, ja und? Also der schizophrene Typ. Der Selbstgespräche, ups, sorry, das war ja mal blöd. Warum spawn ich und mach Teamkill? Das ist ja mal richtig dumm. Auf jeden Fall. Oh, ich hab gerade den Wookie-Krieger so extrem doll geschickt. Nein, och Mensch. Warum kriege ich den nicht geowned? Auf jeden Fall, ihr seht. Irgendwie habe ich in letzter Zeit zu wenig Battlefront gespielt, zu viele Frag-Movies gedreht. Und da hinten kommen sie wieder mal mit der Flagge angewatschelt. Und das werden wir doch mal zu verhindern wissen wollen. Habe ich einen? Nein. Wow. Der Typ ist heftig.
Nein, nicht wahr. Nein, 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 nein. Nicht wahr. Mit was? Das will ich gern mal wissen. Blubber, 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 blubber Attacke. Und Drohne, vergiss es. Deine Drohne? Nee, nicht meine Drohne. Okay. Kann nicht meine sein. Weil das ist ja mal eine ganz dumme Idee. Direkt mal ganz offensichtlich mit der Drohne mitten durchzufliegen. Obwohl Drohnen ja teilweise doch ganz schön tricky sein können. Lass mich raten, steht jetzt irgendwo ein Bagger auf Tentive. Ja, hier, ich sehe es. Och. Haha, er ist runtergefallen. Und das heißt, er muss sich selber killen, weil auf Tentive gibt es keine untere Map-Grenze. Das heißt, er muss sich erst selber umbringen, bevor er. Nein, 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 nein. Ich will. Komm, ich krieg den doch noch. Komm. Ach komm, Mensch. Die Rebellen haben gepunktet. Finde ich schlecht. Ja klar. Mit Techniker. Zwei Leute. Ich hatte noch Hälfte vom Leben. Ich glaub's nicht. Du, sag doch mal was dazu. Teamkill. Ja, das war wohl die Antwort darauf. Mann, der Typ kommt gerade dann raus, wenn ich die Drohne zünde. Sole. Bam. Bam. Und weg, weg. Uch, shit. Verdammt. Ja, mit seiner Mine. Alles klar. Finde ich toll. Und ja, da wäre auch schon der Part vorbei. Und ja, vielleicht schaffen wir noch ein. Mann, die soll nicht die ganze Zeit meine Drohne zerstören. Ich wollte sagen, vielleicht schaffen wir noch einen halben Part und oder einen Doppelpart. Auf jeden Fall mache ich hier mal Schluss. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und ja, wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Star Wars Battlefront 2 mit mir, dem Super Pro und Ultimate Kill. Tschüss. Tschüss.